Hallo, vielen Dank fürs Vorbeischauen. Mein Name ist Frank Etsch und ihr seid hier auf meinem YouTube-Kanal StudioKraft gelandet. Ich starte heute mit meiner Videoreihe zum Thema Recording. Hierfür habe ich mir eine befreundete Band ins Studio geholt, welche ein paar Demos aufnehmen möchten. Los geht's mit den Drums. Viel Spaß dabei. Hallo, ja, also heute Tag 1 der Aufnahmen. Wir beginnen mit dem Schlagzeug. Dazu habe ich hier ein bisschen Platz geschaffen in meinem Projektstudio. Ihr wisst ja, ich habe nur ein kleines Projektstudio, circa 25 Quadratmeter groß. Da ist die Regie mit drin und eben hier der Platz zum Aufnehmen. Zur Mikrofonierung vielleicht, da gibt es ja von mir auch keine großartigen Experimente. MD421 für die Toms, ein AKG D112 für die Bassdrum, SM57 für die Snare, ein Sennheiser E609 für Snare Bottom, ein AKG SE300B mit einer CK91 Kapsel für die Hi-Hat. Für die Overheads habe ich ein Stereo-Pärchen MCE 530 von Beyerdynamic. Das werde ich im XY-Verfahren aufbauen. Zusätzlich baue ich immer noch als Overhead Center ein weiteres Mikrofon auf. In dem Fall ist es ein AKG C214. Das macht sich immer ganz gut, um später noch so ein bisschen den Gesamtklang des Schlagzeugs zu färben, ein bisschen mehr zu komprimieren, stärker zu komprimieren oder auch so richtig zu squashen, wie man das kennt. Ja, bauen wir das Schlagzeug auf. So, die Drums sind aufgebaut. Jakob wird jetzt die Schlagzeugaufnahmen bewerkstelligen und alles eintrommeln. Eine kleine Veränderung haben wir bei der Mikrofonierung gemacht. Anstatt einer XY-Mikrofonierung bei den Overheads habe ich mich für eine breitere ORTF-Mikrofonierung entschieden, wenn man das so nennen darf. Für den Toms habe ich mich jetzt an den Hängetoms für die AKG D40 entschieden. Die klingen da ein bisschen besser dran als das MD 421. Am Floor-Tom habe ich aber trotzdem das MD 421 gelassen. Also starten wir die Aufnahmen.